Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Field 2. So, wir müssen weiter runter. Sturmgewehrmunition bekommen wir hier gerade am laufenden Band. Und ich konnte jetzt auch noch nichts wirklich sehen, was ihr in die Kommentare gehauen habt, da ich diese Kampagne quasi so gerade alles an einem Stück aufnehme. Dementsprechend kein Plan, was ihr da reingeschrieben habt, aber ich hoffe, zahlreich und viel und überhaupt. Otze! Vollende den Pfad. Ich vollende. Hier geht's runter. Was hier alles so rumliegt. Laden wir mal alles durch. Haben wir keine Schrotflinte mehr? Naja, anscheinend nicht. Gut, dann nehmen wir die Schrotflinte nämlich mal mit. Rein für den Nahkampf. Wir haben eine. Wir haben einmal für weite Reichweiten, einmal für mittlere Reichweiten. Sind das jetzt Freunde oder sind das Feinde? Das sind Freunde. Wie gesagt, wir haben mittlere Reichweite, weite Reichweite. Den Raketenwerfer haben wir. Und wir werden String reingezogen. Ah, wer nicht? Foxtrot 815. Nein, 813. So heißt du. Da ist die Tür. Wir kommen! Einmal nervt. Die Tür ist weg. The time has come. I can sense you. Come to me. Stand before me. Let me look upon you. I have dreamed of this moment. My brother. Ja, und das war dann die auf die Phoenix-Kampagne. Gut, kurzer Part. Gerade mal 5 Minuten. Naja, was soll's. Hätten wir das vorher gewusst, wäre es einfacher gewesen. Ich glaube nicht, dass ich euch jetzt 10 Minuten hier mit vollsülze, mit irgendwelchem Gedönse. Von daher machen wir den Part dann wirklich etwas kürzer. Der kommt dann, ja. Ja, keine Ahnung, wie ich den dann mache. Ich schätze mal, ich knall den dann einfach bei dem letzten dann einfach drunter und dann hat sich die Sache, also kommt da einfach dazu. Passt.
Ja, also in der Kampagne zeigt sich schon, wie es dann in 4-3 weitergeht. War gar nicht so schlecht, dass wir das gemacht haben, weil in 4-3 spielen wir, glaube ich, den Vettel. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wie gesagt, 4-1 und 4-2 sind für mich absolut bekannt. 4-1 kenne ich fast schon in- und auswendig. 4-2 kenne ich auch halbwegs auswendig. Die Phoenix-Kampagne war für mich relativ neu. Da kannte ich, glaube ich, nur den Anfang und irgendwann hatte sich dann mein PC damals aufgehangen, als ich das gespielt hatte. Ja, 2000, schlag mich tot. Demnach konnte ich das dann da nicht mehr weitermachen und so weiter. Und jetzt habe ich ja die Collector's Edition und ja, es hat mal wieder, ja, es macht Spaß. Die vier Spiele sind einfach geilsten. Gell? Das ist genauso wie Half-Life oder die Doom-Serie. Das ist einfach nur geil. Gibt keine andere Frage dafür, glaube ich, oder? Ja, 4-3 kommt dann auch in Kürze. Ich versuche es. Ich habe das hier jetzt was haben wir denn heute? Den 25. aufgenommen und ja, ihr bekommt die dann halt auch am 26, 27, 28, 29 bekommt ihr halt die Parts und ich versuche das am Wochenende aufzunehmen und dass ihr dann am 30., also sprich Montag, morgen theoretisch, ich weiß es nicht genau, wie die Folgen jetzt hier kommen. Dass da dann halt es direkt weitergeht mit 4-3. Ich kann euch nicht hundertprozentig versprechen, dass es wirklich weitergeht. Also, es geht definitiv weiter, aber ich kann euch nicht hundertprozentig versprechen, dass es an diesem Abend weitergeht. Weil ihr wisst, ich habe noch ziemlich viele andere Projekte. Meine Internetleitung raucht da wie bekloppt. Ich weiß nicht, wie schnell ich den Kram hochgeladen bekomme. Aber ich werde es definitiv am Wochenende aufnehmen. Ihr werdet definitiv die Folgen bekommen. Ob sich es jetzt um ein oder zwei Tage verschiebt, seid mir nicht böse, aber es kommt definitiv. Also ihr werdet auf jeden Fall Spaß dabei haben. Also dann, ich freue mich dabei und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt, willkommen zurück zu 4 und diesmal 3. Alles klar, bis dann, tschüss.